Hallihallo und willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Ihr seid hier bei der Chimera gelandet und ja, wir sind jetzt hier auf der Hyperion. Haben wieder ganz viele Sachen zum Anklicken. Hey, guck mal, ein Statist. Ja, und schauen wir uns mal an, was wir hier sehen können. Mann, Jimmy, du hast ja ein richtig nettes Schiff. Wie bist du denn an so einen Luxusdampfer gekommen? Die Hyperion war mal Mengs Flaggschiff. Als es dann mit ihm nicht mehr so geklappt hat, haben Matt und ich beschlossen, sie uns auszuleihen. Der da hinten spielt Gameboy. Baby hat uns schon einige Male geholfen, als es eng wurde. Wo wir gerade bei eng sind. Tykes, wieso trägst du eigentlich noch immer deinen Anzug auf meiner Brücke? Ja, genau. Was ist los, Tykes? Ist dir etwa der Reißverschluss kaputt gegangen? Okay. Um ehrlich zu sein, hat mir jemand bei meinem Ausbruch ein wenig unter die Arme gegriffen. Sagen wir mal, dass ich jemandem was schulde. Jetzt stecke ich halt in dem Anzug fest, bis ich diese Schulden bezahlt habe. Und wem genau schuldest du jetzt was? Wer hat dir ein wenig unter die Arme gegriffen? Die Jungs von Möbius natürlich. Oder glaubst du, ich bin denen in dem Museum über den Weg gelaufen? Die sind richtig scharf auf diese Artefakte. Deine Schulden sollten uns besser nicht in die Quere kommen, Tykes. Deine schmutzigen Geschäfte auszubaden war nicht Teil der Abmachung. Ja, das war eine klare Ansage. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn man sich so mal den ersten Teil anschaut, wurde ja gesagt, dieser Anzug ist sein Gefängnis. Ich weiß nicht, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Wie schlimm sieht's aus, Matt? Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Mengsk hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Albtraum. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Am besten halten wir uns einfach da raus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat. Du verstehst es einfach nicht, Sträfling. Das wird sich nicht so einfach beruhigen. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Keine Sorge, Matt. Wir sitzen die Sache nicht einfach aus. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld, damit wir unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es drauf ankommt. Jo. Gut, da gehen wir noch nicht hin. Sternenkarte. Können wir noch angucken. Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Hä? Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tykes hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Der Knastbruder. Na herrlich. Hey, Swan! Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unsere Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Massara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Hm. Hey. Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut. Aber wann kriegen wir neues Zeug her? Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, sodass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. Hm. Gut, gucken wir mal. Space Marines. Und was ist das? Unsere Basis. Reichweite. 40? Und mehr drinne. Was kann das hier? Stimpacks. Moment. Ermöglichte Verwendung. Ach, du Ernst.
brauchen wir doch. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig, aber... Ah! Ja, das hier wäre mir schon ganz wichtig. Okay. Okay, Projektilbeschleuniger oder Bunkerplätze? Mehr oder weiter? Wenn mehr schießen, entsteht auch mehr Schaden. Ja, ich denke mal, das ist erstmal ganz gut. So, jetzt haben wir keine Credits mehr. Oh, na gut. Auf zur Brücke. Was haben wir hier noch? Der Deal. Na gut. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Adria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Okay. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, okay. Commander. Gerade war das doch noch kriselig. Und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Okay. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Na gut. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Na, das kriegt man doch wohl hin. Sie sind doch jetzt gewappnet gegen allmöglichen Mist. Gut. Hey ho, let's go. Bekämpft Feuer, ich bin ganz Ohr. Los geht's. Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Hey, guck mal hier oben. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Das gesehen, hier drüben waren auch welche. Riecht nach Sieg. Ich bin Feuer auf Lager. Insofern ihr das dann fertig habt, wäre das cool, wenn ihr hochkommt. Aufgetankt. Gut gemacht. Gut. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, so, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Na dann. Baut mal. Nur zu. Das machen wir runter. Was haben wir hier? Nicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Wir brauchen. Wir haben. Nicht viel. Scheiße. Okay. Zacki, 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 zacki. Schlechte Neuigkeiten? Los, Mädels. Muss schneller BBF gehen. Einsatzbereit. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Hier was? Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Hier müssen wir hoch. Okay. Ist ja jetzt nicht so viel. Der erste Konvoi wird demnächst Lux Crossing verlassen. Bitte was? Jetzt schon? Nicht genügend Mineralien. Gut. Nicht genügend Mineralien. Ich weiß, deswegen wollte ich ja gerade welche bauen. Mann. Komm, 90 und 100. Schön. Aha, BBF bereit. Von mir aus. Nicht genügend. Oh, das sind wenige. Das sind wirklich wenige. Ich brauche mehr Space Marines.
Und ich brauche auch mehr WBFs. Ich brauche von allem mehr. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Puh! Los geht's. Ist das dein Ernst? Nicht genügend Mineralien. Abmarschbereit! Na gut, Mädels, geht schon mal vor. Ich kümmere mich drum. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Ja, das bringt mir jetzt gerade bloß nicht viel. Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Ja, aber nicht jetzt. Kommt hier was? BBF bereit. Okay, kommt nicht. Befehle erhalten. Mädels. Los. Einpacken. Geht klar. BBF einsatzbereit. Selbstverständlich. Wird gemacht. Aber, warte mal. Komm mal hier hin. Cool. Aber sicher. So, was haben wir hier unten? Das können wir noch machen. Das können wir runter. Können wir noch eben da rumstehen. Bereit machen, Jungs! Oh. Immer mit der Ruhe. Na, wo willst denn du hin? Was gibt's denn hier Hübsches? Sammeln Sie Kokon-DNS. Cool. Verstanden. Was geht hier? Hier komm ich. Wahnsinn. Was wird denn das, wenn's falsch ist? In Ordnung. So. Jawohl. Mädels. Noch was? Der ist fast im Eimer. Das ist ja kacke. Sicher. Abmarschbereich. Los. Was ist das für ein Geräusch? Kann's kaum noch erwarten. Na gut, kommt mal hier runter. Wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen... Schlechte Neuigkeiten? Mehr... Das. Kann hier noch was hin? Nein. Und hier und hier und hier. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Und dann das. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Verdammt. Du baust mal eine Kaserne. Davon braucht man echt mehr. Nicht bauen. Dein verdammter Ernst. Was ist das? Verstanden. Und dann baust du noch das. Und dann arbeitest du da. BBF einsatzbereit. Und du... Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Was bitte ist das? Sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Verdammt. Ach, du ahnst es nicht. Bereit machen, Jungs! Kippt mir mal alle hier. Ei, ei, Sir! Kann's kaum noch erwarten! Ich hoffe, mich überfällt jetzt keiner. BBF einsatzbereit! Gut. Du kannst ja mal wieder hierher kommen. Dahin. Und das. Losgeladen und entsichert. Ja. Nix
fliegst du mal darüber. Auf dem Raumhafen, los, Bewegung! Ah, jetzt wird's doch langsam. Ach, meine Güte. BBF bereit. Bereit machen, Jungs. Geht klar. Wird gemacht. So. BBF einsatzbereit. Ihr seid ja alle hierher. So. Kann's kaum noch erwarten. Kann da hin und dann möchte ich ganz viele davon. Cool. Hoch hier. Männers. Ich bin furchtbar. Stolz auf euch. So, was geht hier ab? So. Der noch. Gut. Was schießen wir hier noch? Alles klar. Nein! Ey, hier sitzt noch gar keiner drin. Ihr seid kacke. Ja. Macht's kaputt. Püh. Abmarsch bereit. Wahnsinn. Ihr doofen Viecher. Positiv. Gucken wir mal. Was haben wir hier noch so Schönes? Geht klar. Was ist eigentlich hier hinten? So. Und dann brauche ich mal noch einen WBF. Da hier oben. Was baut. Das und das. Und dann... Das und das. 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 Nicht genügend Mineralien. Ah, Manu. Nicht genügend Mineralien. Wäre ja zu schön gewesen. Kommt noch was? So. Selbstverständlich. Ha! Geil. Ihr nehmt das mal mit. Ist hier noch mehr? Hey. Warum nicht? Was geht denn hier eigentlich ab? Hat er das schon? Wartet mal, geht mal hier hin. Los, los, los! Was ist hier? Kaum noch erfahren. Nehmt das mit. Bingo! Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Oh. Echt jetzt? Gut, dann brauchen wir hier... Uppala, es waren vielleicht ein paar... Ach, egal. Alle bitte. Alle. Worauf soll ich ballern, Sir? So. Geht ihr hier hin? Worauf soll ich ballern, und ihr auch hier hoch? Wahnsinn. Und ihr... Huh? Bekämpft Feuer. Jetzt geht's rund. Könnt dann auch mal hier hin. So. Machen wir mal alles sicher hier. Lasst uns hier nicht zurück! Was? Wird gemacht! Machen wir doch nicht.
Ihr seid doch sicher. Oh, mehr Depots. Dann machen wir das. Und hier. Ach, ist das schön, dass man hier alles so schön zupflastern kann. Und dann hier hin. Ja, ich arbeite doch schon dran. Himmel. Sehr gut. Hier. Ich brauche euch mal hier oben. Da rein, bitte. Basis wird angegriffen. Bitte? Ey, lass das. Mach's ganz, mach's ganz, mach's ganz, mach's ganz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Mach. Sehr gut. So. Huch. Huch. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs. Der Doktor ist da. Positiv. So. Und du kommst mal hier hoch und baust. Baust. Eins, zwei, drei. Vier? Ach, Mensch. Mädels. Jetzt geht's rund. Na gut. Dann. Warte mal. Eins brauchen wir noch. Gucken wir mal hier. Drüben haben wir ja schon alles abgeklappert. Ich denke mal, da werden noch mehr rumsitzen. Was? Wo ist kein Platz? Durchgeladen und entsichert. Hat sich jetzt echt mein WBF hier wieder eingebaut? Ja, hat er. Wo ist er? Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Ja, ich habe jetzt hier mal keine Zeit. Ich will hier noch was finden. Fehlt ja nur noch eins. Yay, das ist das Letzte. Schnappt euch. Sehr gut. So, jetzt kommt doch mal alle wieder hierher. Und ihr... Ganz besonders ihr... Geht gleich mal hier hoch. Dahin. Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Noch was? Wird gemacht. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Geht klar. Ich kümmere mich drum. Los, zackig Mädels. Keine Zeit. So. Du baust davon noch ein paar und das. Und das. Und. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das ist jetzt aber gemein. So, da gehst du hier rein. Bist zwar alleine, aber mein Gott. Hab dich nicht so. Oh, der ist auch ganz allein. Wie doof. So, schnell runter machen, bevor der wieder rumheult, dass hier kein Platz ist. Halt! Wie viel waren das jetzt? 5? Ausgezeichnet. Alle da, es kann losgehen. Jawohl. Was wichtig ist? Lauf weg.
gucken, ob du es schaffst. Sind jetzt meine alles klar. Gut. Lass sie das doch hier oben machen. So, Sanitäter haben wir ja mehr als genug. Alles tot. Selbstverständlich, sagt er. Haha. Das hat er nicht lange überlebt. Habe ich echt nur so wenig Einheiten gebaut? Ich glaube, das reicht. Oh. Hier wird geballert, da wird geballert. Das machen wir sehr gut. Da. Guck mal, da war ein Wurm oder sowas. Wo will er denn hin? Jetzt hier oben auch was? Scheinbar nicht. Ich sei zu spät, Jungs. Immer mit der Ruhe. Die Lampe ist kaputt. Ja, haben wir alles? Cool, was? Mir fehlen welche? Na gut, dann gehen wir zurück. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Ah. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Na gut, dann können wir ja noch ein paar Jungs und Mädels rauswerfen. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Aha. Wollen wir noch Platz haben? Was ist denn? Buh. Ha! Sind das zu viel? Nö. Quatsch. Durchgeladen oh. Und entsichert. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte so eins. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Los, los, los! So. Das ist ja witzig, dass du dich hier so rumschicken kannst. Bingo! Bei mir blubbelt's. Na Mädels, habt ihr's bald? Ist die Straße auch sicher? Ich schätze, wir werden es herausfinden. So viele brauche ich bestimmt gar nicht, aber egal. Kommt noch was? Da.
Hier kommt die Infanterie. Worauf soll ich ballern, Sir? Ey, guck mal die Säcke. Die haben sich ein bisschen vorgearbeitet. Ich fass es nicht. Blöder. Ist der. Einmögliche Scheiß schmeißen die hier, die sind so blöde. Aber siehe da, war eine gute Idee. Das da alles mit Bunkern zuzupflastern. Selbst der steht noch. Schön. Warte mal, nee, bleib mal hier. Ist ja ein Ding. Okay, jetzt hab ich schon 13. Mädels. Basis wird angegriffen. Wo denn? Oh, was? Hier hoch. So. Mädels, ja. Oh. Ich glaube, das macht echt keinen Sinn. Ich habe zu viele Einheiten. Das ist gut. Ja. Ein Glück, dass ich so viele Sanitäter habe. So. Alle da. 42 haben wir schon gerettet. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ihr müsst hier bleiben. Ey! Hier steht was von 50, nicht 53. Das waren die letzten. Los, abheben! Ey, und wir? Wir werden hier einfach zurückgelassen. Scheinbar werden wir auch überrannt, übersehen. Deine Einheiten dürfen nicht mitspielen. Die Armschweine. Yay! Ich habe eine Einheit verloren. Der arme Kerl. Oder die? Wir werden es nicht erfahren. Nie. So rum. Hallo Brücke. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns an Bord helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Na aber. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Hätten Sie Stuntman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Ich glaube, die steht auf den. Was ist das für einer? Du hast es bestimmt schon gehört, Ren. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das andere. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Malta. Nur so habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person. Wen haben wir denn hier? Kriegsschweine. Okay, die Kante. Was bringt uns das?
Verdammt. Vier Ultramarines. Und Feuerfresser. Das ist doch schwachsinnig. Ich hab doch eigene. Die sind doch auch geil. Ne. Dann heb ich meine Credits lieber für was anderes auf. Ach, wie geil ist das denn? Alles klar. Gut, ich denke mal, wir sind jetzt hier erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal wieder an, was wir hier so alles anklicken können und bewundern weiter nochmal diese tolle Tänzerin da oben. Die finde ich echt klasse. Und schauen auch mal, was Doc so zu bieten hat und ob wir vielleicht beim... Ah, wie hieß der junge Mann, der unsere Rüstung auf... Ah, Sworn, genau. Was der noch Neues hat. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei StarCraft 2.